Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Goodbye Deponia! So, wir haben jetzt letztes Mal die Hormone bekommen, einen Kuhfuß, Liegestuhl und die alte Toni. Was haben wir angestellt? Gehen wir dann nochmal zur Therapie. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Zum Strickladen? Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Okay, Toni ist... also da beschäftigt. Okay. Könnten wir... ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Okay. Upsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Ah, so kommen wir auch hier beim blauen Rufus weiter. Flyer. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Alter. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Okay. Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Okay, jetzt haben wir hier das... Terminal. Passt. Wir brauchen aber immer noch hier so den Rohrpostschacht. Antragsformular? Das ist ja schon ausgefüllt. Okay, aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Cowboy Dodo? Du musst hier nicht den Helden spielen. Die Rolle ist nämlich schon vergeben. Aber falls es dich beruhigt, der Part des sympathischen Turtles wäre wieder frei. Lass dich einfach von Janosch einweisen. Der kennt die Rolle wie aus dem FF. Du meinst aus dem WW? Ich sag der Turtle, nicht Scherzkeks. Die Witze mache nämlich auch ich. Okay, Janosch? Hey, Janosch. Hallo, Ruvusch. Ach, ich mag dem seinen wundervollen Sprachfehler. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden.
Gab es auch Dode? Tausende Dode. Oh Gott. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Was hat denn der Watzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watzke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Leiste mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaskatze aufpäppeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche. Und meine Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Ja, bis später. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Können wir jetzt hier mit den Rohrpostleitern machen? Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Oh, lässt sich das schwer biegen. Oh. Ich hoffe, da kommt bald mal was. Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Okay, wir haben eine Rohrpost, Antragsfolder. Dann gehen wir doch einmal rüber und... Hey, warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Okay, unser Ego ist so groß, weil wir die Welt retten wollen und wir als Held darstellen wollen, aber er ist nicht besser. Das sollte ja schon bemerkbar sein. So. Dann schicken wir da mal hier die Rohrpost ab. So, dann schauen wir mal, wie schnell das geht. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Fuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Können wir noch ein Antragsformular jetzt machen, jetzt wo wir das Irk haben? Okay. Antragsformular, Terminal. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Irk. 7.5. Medizinische Dienstleistungen. Ey, das ist so bescheuert, ne? Strich 75. So. Dann einmal den Antrag Urk 75. Ich feiere das so ab, diesen Buchstaben. Rohrpostschacht. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott.
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Okay. Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Ja, dann gehen wir den Lonesome Cowboy Dodo da mal besuchen. So, mein. Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow! Ah, Rufus! Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Okay, Freundchen. Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Na, ist dir etwa kalt? Verstehe. Ich zieh mich nicht um, wenn jemand zuguckt. Ich bin nicht so ein Mädchen von dieser Sorte. Okay. Jetzt haben wir die Organon-Ausrüstung, also die Kleidung. Dann sollten wir ja jetzt einmal jetzt zum Türsensor. Cool, es hat funktioniert. Jawohl. Dann gehen wir nur zur Krankenstation. Ah, Herr Doktor, endlich. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm entferne ich doch mit links. Schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kittel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Sezierbesteck und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicore. Sie meinen Chirurg? Das auch. Okay. Da ist doch der Bandwurm drin. Was für ein Glück für seinen als Kitis verkleideten Klon, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe, die das Entfernen des Bandwurms könnte er auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwieriger ist da schon der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Da ist es zu wissen, dass ich Organe am Mauszeiger im Dresden. Okay. Komm mal her. Hey, du. Kommst du? Na. Da haben wir doch. Den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Och, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. Okay, die Lunge war ja hier. Der Darm war da. Ne, das sieht nicht richtig aus. Ja, jetzt reiß ich mal zusammen. Noch so. Nee. Ei, ei, ei.
Nee, das stimmt nicht. Machen wir das mal auch raus. Die Sauf. Nee. Okay. So, nee. Lunge, Herz, Darm. Das muss auf jeden Fall rein. Au. Okay. Das ist jetzt schon wieder schwieriger. Mensch, so wollte ich das. Oh, leck mich am Arsch. Also, holen wir das mal raus. Na, den Magen nochmal. Und das Herz. Ich versuche gerade. Jetzt muss er wieder da. Warte mal, den habe ich doch falsch in die Führung. So. Und wo gehört das letzte Teil hin? Ah, ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Was? Na, das hat doch geklappt wie am Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen dann morgen weiter, wie es weitergeht. Bis dahin, tschüss.